Herr Minister, lieber Herr Habeck, herzlich willkommen hier an unserem Standort. Hier sind wir in Cuxhaven. Das ist ein Montagestandort für die Nacelles, also diese Teile. Und hier arbeiten rund 800 Mitarbeiter. Und das ist eigentlich das modernste Werk dieser Art in Deutschland und wahrscheinlich in gewissem Rahmen auch weltweit, aber da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben investiert, wir möchten weiter investieren und mit Freude können wir auch verkünden, dass morgen etwa 50 neue Kolleginnen und Kollegen hier anfangen. Also der Ramp-up, von dem wir manchmal sprechen, ist nach wie vor in vollem Gange, auch wenn das manchmal an anderen Stellen etwas anders ist. Wir wollen unsere Ausbauziele erreichen, die Ausbauziele, die durch die Politik vorgegeben sind. Und da arbeiten wir auch ganz fest dran. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, hier auch sagen zu dürfen, dass auch die Beschleunigungsmaßnahmen zum Wind- und Netzausbau, die gestern beschlossen wurden im Kabinett, hoffentlich das sind, wo der Bundestag auch zustimmen wird, aber das uns in jedem Falle nach vorne tragen wird. Und wir hoffen auch, dass natürlich dann die Länder und Genehmigungsbehörden all das umsetzen können. Vor einigen Jahren war das Tempo der Energiewende nicht ganz so groß. Das war mehr ein, wenn man so möchte, Dauerlauf, wo eigentlich auch ein bisschen Zeit zum Atemholen noch gewesen ist. Wenn dieses Tempo so umgesetzt wird, dann werden wir sicherlich zum Sprint ansetzen wollen und müssen. Und vor diesem Hintergrund ist, glaube ich, ganz wichtig, dass alle Parteien zusammenarbeiten, also alle beteiligten Parteien, also Politik, Verwaltung und Wirtschaft auch. Und wir möchten Ihnen, Herr Habeck, nochmal ausdrücklich danken für das offene Ohr gegenüber der Wirtschaft auch und den Problemen, die wir haben. Und ich glaube, auf Ihrer Seite ist ein ganz außerordentliches Engagement dahinter. Dieser Tage ist der Ausbau der Windenergie, wie generell von Erneuerbaren, eigentlich etwas Zentrales. Und man könnte glauben, dass es der Windindustrie auch blendend geht, auch wirtschaftlich blendend geht. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben natürlich in jüngster Zeit feststellen müssen, dass eine Reihe von Dingen außerhalb der Balance sind und wir als Hersteller ein sehr großes Risiko tragen, wahrscheinlich das größte in der ganzen Wertschöpfungskette. Und das betrifft insbesondere die Zeiten von hoher Inflation. Also alle großen Windhersteller schreiben und Anlagenhersteller schreiben dieser Tage rote Zahlen. Und das ist eine Situation, wo wir vielleicht mit Hilfe unserer Partner aus den einzelnen Disziplinen wirklich dran arbeiten können. Für uns ist die Situation außerordentlich schwierig. Für die Investitionssicherheit muss der Markt sichtbarer werden, als das bisher schon der Fall ist. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, um diesen Markt anzukurbeln, um diesen Markt zu beschleunigen. Es ist aber auch so, dass von den Intentionen längst noch nicht alles in Auftragsbüchern oder Vorreservierungen gelandet ist. Und unsere Hoffnung wäre natürlich, dass das gerade jetzt dann auch irgendwann passiert. Denn bei der Offshore-Windenergie, also bei der Windenergie auf See, steuern wir ja dieser Tage auf eine hohe Ausbauwelle zu. Wir wollen ja also im Prinzip auch uns vorbereiten auf die erforderlichen Investitionen, die dahinter stehen. Nur so kann eigentlich der Kampf gegen den Klimawandel und für die Energiesouveränität, die manchmal auch im Fokus steht, eigentlich gewonnen werden. Von daher, wir sind bereit und möchten hier mehr tun, hoffen auf das Miteinander mit den angesprochenen Partnern. Und Herr Habeck, an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Zeit. Vielen Dank, lieber Herr Eickholt, sehr geehrte Damen und Herren. Erlauben Sie mir auch noch ein paar Worte zu sagen. Danke erst einmal, dass Sie sich die Zeit nehmen und Sie haben die Produktion nicht unterbrochen, wofür ich auch dankbar bin, aber dann doch so ein bisschen zurückgefahren, um uns hier einen Einblick zu geben. Und der Einblick ist ja sprechend. Ich meine, was sind das für Kolosse, die hier inzwischen gebaut werden? Welche Kraft eine Branche, die ja noch vor wenigen Jahrzehnten eine Tüftelbranche war, ohne jemandem zu nahe zu treten, hier entfaltet hat und eine Marktführerschaft gehalten hat und aufgebaut hat mit diesem modernen Werk. Das ist wirklich beeindruckend. Das sind jetzt 10 Megawatt große Anlagen. Eine Umdrehung macht eine E-Auto-Batteriefüllung voll. Aber es dreht sich halt offshore permanent und immer weiter. Und in den letzten 20 Jahren sind die Kapazitäten alleine dieser Anlagen ungefähr verdreifacht worden. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Also die ersten Offshore-Windanlagen waren vielleicht bei 4 oder 5
Megawatt, jetzt sind wir bei 11, aber sie bauen schon an Turbinen bis zu 14 oder 15 und nach oben hin ist eigentlich the sky the limit, fast wörtlich gesprochen. Also das ist schon hohe Ingenieurskunst und große Technik, die hier gebaut wird. Und ich würde gerne den Punkt meiner Ausführung diesmal auf den technischen Aspekt, auf den industriellen Aspekt legen, der natürlich eng mit dem Klimaschutz verbunden ist. Das ist die Energieform der Zukunft, die wir hier aufbauen. Aber jetzt hier in dieser Werkhalle einmal ein Blick als Wirtschaftsminister auf diese Industrie. Und der Eickholt hat es eben gesagt, zentral ist, dass wir einen Markt entwickeln. Also dass die Produktion, die Verlässlichkeit, die Investition aus dem Markt heraus mit einer Verlässlichkeit hochlaufen. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Deutschland war dumm genug, in verschiedenen Sparten, auch der erneuerbaren Sparten, den Markthochlauf selber kaputt zu machen. Das ist bei der Solarindustrie sprechend gewesen, aber auch bei On- und Offshore-Windenergie haben wir nicht alles richtig gemacht. Um einen Markthochlauf, also Investitionen, die ja schnell große dreistellige Millionensummen, ja gar Milliardensummen bedeuten, zu tätigen, braucht man ein verlässliches Umfeld. Und insofern ist dieser Tag heute vielleicht fast symbolisch, weil heute die Bundesnetzagentur die Ausschreibung für 7 Gigawatt Offshore startet. Die geht dann bis zum Juni, aber 7 Gigawatt werden heute in die Ausschreibung gebracht. Nochmal zum Verhältnis, wir haben derzeit 8 Gigawatt Offshore installiert. Und heute mit einem Ausschreibungsschritt wird fast die gleiche Menge noch einmal in die Ausschreibung gebracht. Projekte, die dann bezuschlagt werden, dann in den nächsten Jahren hochlaufen und dann hoffentlich hier eben auch die Produktion stabilisieren und hochlaufen lassen. Wenn ich das einmal im Überblick des letzten Jahres darstelle, nur dass Sie sehen, mit welcher Konsequenz die Bundesregierung dieses Marktsegment, das Vertrauen und die Stabilität in den Markt entwickelt. Wir haben im Sommer letzten Jahres das Wind-auf-See-Gesetz verabschiedet mit den Ausschreibungsmengen, die wir verabredet haben. Wir haben im November letzten Jahres eine sogenannte Realisierungsvereinbarung getroffen. Das heißt, alle beteiligten Organisationen und vor allem Behörden, die Bundesregierung, die Länder, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die Naturschutzorganisationen und Umweltämter, sie alle haben eine Pflichtenvereinbarung gemacht, wann sie welche Genehmigung erteilen, sodass die Investoren ein Vertrauen haben, wie es jetzt quasi, ich hätte früher gesagt, wie beim Fahrplan der Bundesbahn, aber das wäre sozusagen ein Hintertürchen, das ich mir nicht aufhalten will, also wie der Fahrplan tatsächlich eingehalten werden kann. Wir haben im Januar dieses Jahr, vor wenigen Wochen den Flächenentwicklungsplan ausgeschrieben. Das heißt, wir haben für 30 Gigawatt Flächen offshore identifiziert, die jetzt in die Ausschreibung gehen. Gestern wurde die sogenannte Notfallverordnung vom Kabinett beschlossen, eine extreme Beschleunigung in der Genehmigung. Projekte, die schon unter einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung geplant wurden, müssen nicht mehr eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Einzelnen durchführen. Ja, und heute dann die Ausschreibung. Also in einem halben Jahr enorme Schritte, die hoffentlich auch das Vertrauen des Marktes in die Investitionen herstellen und sicher auslösen. Und sicher auslösen heißt, dass ich für mich beanspruche und von der Politik erwarte, dass die Disziplin zu dem einmal beschlossenen Pfad bestehen bleibt. Sonst werden wir keinen Hochlauf des Marktes entwickeln. Wenn man 7 Strategien gleichzeitig fährt und immer wieder eine zurücknimmt, dann hat man in Wahrheit gar keine Strategie. Wir haben aber eine. Wir haben einen Plan, wir haben einen Beschluss. Deutschland weiß, was es will und Deutschland investiert jetzt in diese Anlagen. Und das schafft den Markt. Das schafft einen Markt ohne Subvention. Und das ist der zweite Teil, den ich noch sagen will. Dieser Markthochlauf muss gelingen und trotzdem befinden wir uns in einem international umkämpften Umfeld. Andere Länder subventionieren ihre Industrien sehr stark. Vor allem allerdings haben wir gesehen, dass Energie und auch erneuerbare Energie nicht neutral ist, sondern immer auch Feld von Interessen von Staaten und damit vermachtet ist. Und Europa und Deutschland in Europa wäre dumm, das nicht zu erkennen. Das heißt, es ist im strategischen Interesse, im sicherheitspolitischen Interesse, nicht nur erneuerbare Energien, quasi heimische Energie zu erzeugen, sondern auch die Technik vorzuhalten, die diese Energieerzeugung gewährleistet. Das heißt, Europa und Deutschland in Europa braucht diese eigene Technik. Wir sind dazu verpflichtet, einen Hochlauf von Wind, Solar, Elektrolyseuren, Wasserstoff
und den Kabelverbindungen hier auch technisch leisten zu können. Und das ist das Bild heute sprechend. Hier gelingt es, hier ist diese Technik vorhanden und wir müssen die politischen, die Unterstützungsinstrumente so schärfen, dass der Standort Cuxhaven, der Standort Deutschland wettbewerbsfähig bleibt und aus Sicherheitsgründen diesen internationalen Wettbewerb bestehen kann. Vielen Dank.